Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Undertale. Ja, letztens waren wir in diesem Bossfight stehen geblieben mit der Spinne, mit Muffet, ne? Und ja, genau. Wir haben das ja alles schon gehört. Ich lese nochmal die Sachen vor und auf Englisch und ja, dann gehen wir gleich in den Kampf rein. Did you hear what they just said? They said a human wearing a striped shirt will come through. I heard that they hate spiders. I heard that they love to stomp on them. Letztens hat mich so in den Kämpfen genervt, dass ich meine Pfeiltasten einfach so nah beieinander sind. Ich verwechsel da mal oben und unten, das ist so doof. I heard that they like to tear their legs off. Dann glaube ich. So. I heard that they're awfully stingy with their money. You think your taste is too refined for our pastries, don't you, dearie? I disagree with that notion. I think your taste is exactly what this next batch needs. Muffet traps you. So. Wir können ja sowieso am Anfang jetzt nicht so viel machen. Sie kann mir auch zumindest keinen Schaden zufügen in der ersten Runde. Ich meine, sie färbt mich halt lila. Da, 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 da. I think purple is a better look on you. You're trapped in a strange purple web. So, strugglen wir einfach mal ein bisschen. Die ersten Runden werden nicht so schwer werden, aber... ja, das kann schon ganz schön nervig werden. Why so pale? You should be proud. Da 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 da. Ach, ich liebe die Musik. All the spiders clap along to the music. Das ist herrlich. He struggled to escape the web. Aber ich möchte das unbedingt mal auf Gitarre spielen. Das ist, das Lied hier. Sie gibt mir einen Discount, weil ich so... weil sie amüsiert ist, dass ich versuche, aus dem Netz rauszukommen. Ich glaube, es ist ja so ein Spruch, den man sagt, dass je mehr man sich versucht, aus dem Netz einer Spinne zu befreien, ne, desto fester wird, greift es um dich herum. Ne? So in der Art. How are you going to make a delicious cake? Eieiei. Das hasse ich. Wie soll ich dem entgehen? Muffet does a synchronized dance with the other spiders. Okay, schauen wir mal. Die Schilder zeigen sie immer noch an, was nichts passiert. Let you go? Don't be silly. War doch nur ein Vorschlag. Und jetzt kommt die Haustür als nächstes, oder? Die Spinnen klatschen immer noch zur Musik. Was heißt klatschen, ne? Ja, nichts passiert. Das war knapp. Smells like freshly baked cobwebs. Da war doch noch nicht die Haustür. Jetzt kommt's. Hallo Leute. Have fun, you two. Hallo Haustier. Alle guten Bösewichte am Haustier, nicht wahr? Das habe ich nicht so gut gemacht. Okay, ich zahle mal 5 Gold. Wow, okay. Das geht noch tatsächlich. Okay, machen wir mal... das Astrofood. Viel Geld für deine Seele hat uns die Person angegeben, von der sie geredet hat. Wer mir das nochmal war. Asgore vielleicht. All the spiders clap along to the music. Kann ich verstehen. Die Musik ist aber auch echt... man möchte so richtig gerne da mittanzen. Ich weiß nicht.
Had such a sweet smile and ah. Oh mein Gott, die sind so schnell. Boah, das war knapp. Jetzt kommt irgendwas in Mondform. Nehmen wir das schon? Ich hätte Gold zahlen sollen. Oh nein, die Dinger. Ja. Ach ja, deswegen hatte das Mondform. Jetzt kommt das Haustier, glaube ich. Lunchtime, yep. Jetzt kommt's. Ja, komm schon. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Geil. Okay. Komm schon. Hab ich. Jetzt habe ich mal einen Run gehabt. Bin nicht einmal getroffen worden. Ich fand das nicht leicht. Zumindest was das angeht. Will ich mal Geld zahlen? Nee. Okay, vielleicht sollte ich es machen. Mit dem Geld können die Spinnenklane endlich zusammen reunited sein. Tut mir leid, ich kann nicht übersetzen und gleichzeitig ausweichen. Jetzt kommen zwei Augen, was? Was? Ich zahle 35 Gold, damit das nicht so schwer wird. Bitte. No. Fuck. Ich bin hier auch aus Versehen hochgegangen, das nervt. Nein, nicht die Dinger. Ich weiß, ich muss immer wieder zahlen, weil ich echt nicht gut bin im Ausweichen, aber... Ich mache die blöden Nudeln, das ist, es gibt nur 4 HP, soweit ich das in Erinnerung habe, aber... Ja. Ach, ich will das echt nicht lesen, nochmal. Ja, viel... Es braucht dafür Ewigkeiten. Vielleicht hätte ich aber die Nudeln auch für Papyrus mal aufbewahren sollen, tatsächlich. Das ist das nervigste Item überhaupt. So, jetzt haben wir wieder die Musik. Ah, nein, da. Okay. Ich hoffe einfach, es klappt jetzt. Oh, ich hatte irgendwie nicht gedacht, dass ich so viel Gold habe. Aber okay. Okay. Vielleicht bin ich auch einfach schlecht. Ne? Machen wir den Zinnabern. Ich frage mich, wie ich spätere Kämpfe überhaupt schaffen soll. Das ist so scary. A Cup of Spiders, hm. But enough of that. It's time for dinner, isn't it? Au. Ich weiß, was du meinst. Nein! Das ist unmöglich mit meiner Tastatur. Wirklich, es ist unmöglich. Es geht nicht. Ah. Oh, you're still alive? Ja, weil ich unglaublich Glück hatte. Deswegen bin ich noch am Leben. Oh, my pet, looks like it's time for dessert. A telegram from the spiders in the ruins. Bitte sag mir, dass der Kampf vorbei ist. What, they're saying that they saw you and you were really passionate about spiders? Ja, genau. Ja, ja, ja. Das ist von... Ich sag dir, von wem es ist. Es ist von Alifus. Alifus hat das Telegramm gesendet, oder? Oh my, this has all been a big misunderstanding. I thought you were someone that hated spiders. The person who asked for that soul, there must have been a different human in a striped shirt. Wahrscheinlich. Sorry for all the trouble.
I'll make it up to you. You can come back here anytime, and for no charge at all. I'll wrap you up and let you play with my pet again. Ja! Just kidding. ich weiß. I'll spare you now. Oh, Moffat is sparing you. Danke. You won. You earned 0 XP and 0 Gold. Hat einem Gold das gegeben. Au. That was fun. See you again, dearie. Bin so froh, dass ich es jetzt gerade geschafft habe. Oh, ich mag Muffet total. Sehr sympathisch. Aber ich brauche eigentlich dringend irgendwas zum Heilen. Okay. Es ist ein Poster für Metatons letzte Stage-Performance. Oh, stimmt, das sieht man. Tragic Tale of Two Star-Crossed Lovers Kept Apart by the Ties of Fate. Looks like it's almost time for the performance. Oh. Bitte nicht. Bitte nicht, Metaton. Bitte nein. Ich hab schon genug Metaton. Wirklich. Nein. Oh, dieser Mensch. Could it be? My one true love. Please run away. Ich kann doch gar nicht weg, oder? Ich kann gar nicht weg. Okay. Tut mir leid, dass ich das jetzt nicht übersetzt habe, aber jetzt ist es auch zu spät. Eine tragische Liebesgeschichte. So sad. So sad that you're going to the dungeon. Well, toodles. Oh. Oh no, whatever shall I do? My love has been cast away into the dungeon. A dungeon with a puzzle so dastardly... My paramour will surely perish. Also Metaton hat mir ein Rätsel gegeben, damit ich was zu lösen habe und so und damit er seinen Zuschauern was zu bieten hat und so. Ja, ich weiß. Mach ich schon. Ach nein. Oh, das hatten wir doch schon. Klar. Ah, okay. ja, so erfüllt von Traurigkeit, da kann ich aufhören zu lachen. Good luck, darling. Ich bin tot. Was Blödes. Na dann. Tschüss.
Yeah, closing in. Getting closer. Oh my. Any minute now. Robotische Husten. Ring. Watch out! I'll save you! I'm hacking into the firewall right now! Oh. Oh no! How could this happen? Foiled again by the brilliant Dr. Olivus. That's right. Come on, Metatron. Give up already. You will never be able to defeat us. Not as long as we work together. Naja, du rettest mir die ganze Zeit den Arsch. Das ist eine gute Zusammenarbeit, schätze ich mal. Your puzzle's over. Now go home and leave us alone. Puzzle? Over? Olivus, darling. What are you talking about? Did you forget what the green tiles do? They make a sound, then you have to fight a monster. Well, darling, that monster is me. Metatron attacks. Oh nein. Bringt mir das irgendwas? Ich hab's vergessen. Oh, das ist mein Phone? Hey, this seems bad, but don't worry. There's one last thing I installed on your phone. You see that yellow button? Go to this phone's Act menu and press it. Okay. Das Phone resoniert mit Metatons Anwesenheit. Oh, dieses gelbe Glühen. Was? Nun drücke Z. Oh! Was? Ich kann schießen? Oh. Oh. You've defeated me. How can this be? You were stronger than I thought, etc. Oh. Guter Bosskampf. Ring. Looks like you beat him. You did a really good, great job out there. All thanks to you. Ah, das ist das Einzige, was ich sagen kann. Ah, nee. Oder ich kann auch nichts sagen. Was? Oh nein, ich meine. Du hast. Du warst derjenige, der alles ziemlich cool gemacht hat. Oh. Ich hab nur so ein blödes Programm für dein Handy geschrieben. Ja, nur. Ganz einfach. Easy peasy. Hey. Das mag komisch klingen, aber kann ich dir etwas sagen? Bevor ich dich getroffen habe, hatte ich mich selbst nicht so wirklich gemocht. Für eine lange Zeit habe ich mich total wie eine Versagerin gefühlt. So als ob ich nichts ohne. So als ob ich nichts tun konnte ohne jeden. Ja, also. Ihr wisst, was das heißt. Ich kann es gerade nicht übersetzen. Ohne jeden zu enttäuschen. Aber. Dich zu führen hat mich. Hat mich viel besser über mich selbst denken lassen. Und fühlen lassen, vor allem. Also danke, dass du es zugelassen hast, dass ich dir helfe. Überhaupt, wir sind ziemlich nah am Kern jetzt dran. Es ist jetzt nur noch nach dem MTT Resort. Komm schon, lass uns dies beenden. Okay. Krass. Nee, wir sind doch nicht wirklich schon so weit, oder? Meine Fresse, wie weit dieses Ganze geht. Ich möchte eigentlich ganz gern nochmal. Die beiden Wachen. Hallo. Aber warte mal, ich muss erstmal was kaufen vielleicht. Oh, die haben alle Eiscreme aufgekauft. Oh. Wait, I've still got something for you. Oh, ein Lächeln, wie ist das? Oh, danke. Oh, hey.
Wir wir haben quasi so einen Check darauf gemacht, dass wir dich töten müssen und also wir haben mal darüber nachgeguckt, ob wir das wirklich zwangsläufig machen müssen. Quasi. Nun, sag das an deinen nicht, aber ja. Quasi, ja, die haben gedacht, nö, wir müssen dich nicht unbedingt töten. Er scheint glücklich zu sein. Oh. Das ist ihr nicht gesagt, oder? Ich will vor mich nochmal in anderen Richtungen schauen. Oh, das hatten wir ja schon. Ne? Moment mal, was? Metaton hat wirklich, wirklich cool ausgesehen in diesem Kleid. Das lässt mich so ein bisschen so fühlen, als ob ich vielleicht auch so eins tragen könnte. Oh. Ja, wir hatten das schon. Und hier war das mit Spinnen, ne? Ja, genau. Alles klar, ich wollte nur noch mal nachgucken. Und wo geht's nach rechts? Das will ich auch wissen, bevor ich weitergehe. Hey, hey! Hast du dich an meinen Namen erinnert? Wenn ich ehrlich bin, nein. Würde ich trotzdem ja sagen? Ja. Was? Du hast dich erinnert? Wie konnte ich nur so leicht, besiegt werden? Oh nein. I'll always remember that you remembered. Ich habe keine Ahnung, wo du bist, aber hey. Wie er aussieht. Oder sie. Sehr glücklich. Hey. Go up the creepy alleyway on the right for some great deals. Creepy alleyway, okay. Weiß nicht. Ich weiß nicht, ob ich so wirklich da lang gehen möchte. Irgendwie ist Sans immer überall, oder? Hey. Ich habe gehört, dass du zum Kern gehst. Wie wär's, wenn du ein bisschen Abendessen, Essen mit mir vorher holst? Hm, okay, warum nicht? Great. Thanks for tweeting me. Over here, I know a shortcut. Ich wollte eigentlich vorher was anderes machen, aber ist okay. Nun, hier sind wir. So, deine Reise ist wohl fast vorüber, nicht wahr? Du musst wirklich gern nach Hause gehen können. Ganz kurz, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass er irgendwie so am ehesten ein Guide für mich ist, oder? Ich meine, Alyphus hat mich geguidet bis jetzt so ein bisschen. Hat mir den Weg gezeigt. Aber, und auch Toriel am Anfang. Ich wünschte, wirklich Toriel würde nochmal auftauchen. Aber er ist irgendwie immer überall dabei. Hey, ich weiß das Gefühl, Kumpel. Nun, vielleicht manchmal ist es besser zu nehmen, was dir gegeben ist. Ja, also nicht zu viel zu nehmen, quasi. Ich meine, hier unten hast du schon was zu essen, zu trinken, Freunde. Das ist das, was du tun musst. Wirklich das wert? Ach, vergiss es. Ich drück dir die Daumen, Kind. Hey. Lass mich dir eine Story erzählen. Nun, ich bin ein... Ist Sentry nicht Roboter oder sowas? Ich... In einem Schnee... Wald. Okay. Ich sitze da und warte für Menschen. Auf Menschen. Das ist ziemlich langweilig. Glücklicherweise tief im Wald ist diese riesige geschlossene Tür. Und sie ist perfekt, um Klopf-Klopf-Witze zu praktizieren. So, eines Tages klopfe ich wie immer. Ich klopfe an der Tür und sage Klopf, Klopf. Und ganz plötzlich von der anderen Seite höre ich
die Stimme einer Frau. Wer ist da? Nun, ganz natürlich antworte ich: Geschirr. Geschirr wer? Geschirr eines sehr schlechten Witzes. Dann antwortet sie mit einem ganz schön lauten Lachen. Als ob es der beste Witz wäre, den sie seit 100 Jahren gehört hat. Also komme ich immer wieder und sie lacht tatsächlich immer wieder. Sie ist das beste Publikum, was ich jemals hatte. Dann, nach einem Dutzend von diesen Witzen, klopft sie und sagt: Klopf, klopf. Ich sage, wer ist da? Alte Lady. Alte Lady wer? Oh. Ich wusste jetzt noch nicht, dass du jodeln kannst. Wow. Ganz... unnötig das zu sagen, aber diese Frau war extrem gut. Gut. Wir haben uns gegenseitig Witze für Stunden erzählt. Nach einer Zeit musste ich gehen. Papyrus wird ein bisschen angepisst ohne seine gute Nachtgeschichte. Aber sie hat mir gesagt, dass ich wieder vorbeikommen soll. Also habe ich es getan. Und wieder, das ist jetzt mittlerweile unser Ding. Schlechte Witze durch die Tür zu erzählen, ja, gut sind sie wirklich nicht. Also es sei denn, ich habe irgendwas nicht verstanden. Das ist das Beste. Schön. Eines Tages, jedoch, habe ich bemerkt, dass sie nicht wirklich viel gelacht hat. Ich habe sie gefragt, was los war. Und dann hat sie mir etwas sehr Seltsames erzählt. Wenn ein Mensch jemals durch diese Tür kommt, könntest du mir bitte etwas versprechen? Pass auf sie auf und beschütze sie. Wirst du es nicht tun? War das Toriel? Ich denke mir immer gerade, dass das vielleicht was Toriel. Ich habe auch kurz an dein gedacht, aber ich glaube an dein, das ist nicht so ganz der Style. Nun, ich hasse es, Versprechen zu machen. Und diese Frau, naja, ich weiß nicht mal mehr ihren Namen, aber jemand, der ganz ernsthaft so schlechte Witze mag, hat so eine Integrität an sich, zu der man einfach nicht Nein sagen kann. Hast du verstanden, was ich sagen möchte? Dieses Versprechen, das ich ihr gemacht habe. Weißt du, was passiert wäre, wenn sie nichts gesagt hätte? Kumpel. Du wärst tot, wo du jetzt gerade stehen würdest. Hätte er mich umbringen wollen? Hey. Aber freu dich, Kumpel. Ich mache nur Spaß mit dir. Ich war mir nicht sicher, ob das ein Spaß war. Nebenbei gesagt, habe ich nicht einen großartigen Job getan, dich zu beschützen? Schon, denke ich. Ich meine, schau dich an. Du bist nicht ein einziges Mal gestorben. Doch. Ey. Was ist soll dieser Blick, den du hast, heißen? Bin ich falsch? Liege ich falsch? Er weiß nicht, dass ich speichern kann. Denke ich jedenfalls. Hey. Nun, das ist alles. Pass auf dich selbst auf, Kind. Weil jemand wirklich auf dich, sich wirklich um dich sorgt.